Ich würde dann mal sagen, bauen wir hier im Kreativitätsmodus, im Kreativmodus ein wenig weiter an der Sache Kirche. Ja, die Kirche ist noch nicht beendet. Die muss noch weiter gebaut werden. Und ja, ich würde mal direkt sagen, stellen wir unser Zeug mal hier in eine Truhe. Dann können wir auch hier ein bisschen freier mit den Sachen von dem kreativen Modus umgehen. Dieses Gebäude hier betreffen, also die Leute, die es verpasst haben im letzten Part, also in den letzten Parts. Ich mache jetzt diese Kirche hier im Kreativmodus und ja. Ja, so viel dazu. Und danach geht es dann wieder in den Überlebensmodus, aber jetzt hier erstmal, damit ich genug Steine parat habe für eine gute, pompöse Kirche. Mache ich dann erstmal hier. Bevorzuge ich hier erstmal den Kreativitätsmodus. Ja, deshalb nehme ich hier mal alle Sachen raus, die nicht verloren gehen sollen. Und jetzt kann ich halt hier frei herumhantieren. Ihr seht es auch, ich schwebe hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, dann nehme ich hier gleich mal ein bisschen Erde, einen Grasblock und baue mal hier ein bisschen Erweiterung bei der Gelegenheit. Und versuche hier mal eine Ebene zu schaffen, wo ich hier noch ein Seitenschiffchen dran bauen kann. Für die Kirche. Das kann ja hier noch ein bisschen minimal erweitert werden. Kirchen sind ja immer in Kreuzform erbaut. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, wenn er mal in einer Kirche vorbeilauft, achtet mal darauf. Da sind immer die... Ja, das ist wirklich so gewollt, das ist wirklich Kirchenkreuzform. Das hat schon irgendwie einen Sinn, dass halt hier nicht nur ein Klotz mit oben zwei Türmen dran, sondern meistens noch hier so Richtung Altar, so hier so noch so ein bisschen was Rundes, so ein bisschen hier kreuzmäßig hier vorne noch. Seitenschiffchen, so wie ich es gerade hier zeichne, hier so im Halbkreis hier so und auf der anderen Seite dann genauso nochmal. Wir werden es ein bisschen klotziger machen, aber das halt noch so ein bisschen ein Anbau dran, den ich da auch gerne hinbauen würde. Dann machen wir, glaube ich, so kurz zu einer... zu einem Dom, ist ja doch ein Dom geworden. Ist ja keine kleine Dorfkirche geworden, sondern dann doch ein recht großes, vergleichsweise großes Kirchenhaus. So. Machen wir es ganz elegant, damit es gewollt aussieht. So. Hier dann noch, zack, zack. Ich mach mal gerade ein bisschen Time Wrapper, genau. Wieder das Wort, wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht. Nein, nicht gerade, aber vor ein paar Parts.
Zeitraffer oder Timelapse. Na dann, bis gleich würde ich sagen. Dann versuche ich mal hier ein kleines bisschen was anzubauen. David Play, please the Lord, but you don't really care for music, dear. And it goes like this, four, three, minor four and a major lift, the level key, composing, hallelujah. Kann das dann sein, hier so eine kleine Tür auf jeder Seite. So der Plan. Momentan können da jetzt noch Tiere und Monster reinlaufen. Aber ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Zumindest in Minecraft. Echt noch nicht. Nee, da ist noch ein bisschen früh. Ja. Und dann bauen wir das am nächsten Tag mal ein bisschen weiter. Müssen wir jetzt nicht das Ganze in Zeitraffer weiterbauen, weil sonst haben wir nichts vom Part. Den ganzen Part mit Zeitraffern machen, dann muss ich auch, dann muss ich dann viermal so viel aufnehmen. Genau viermal so viel. Das wäre dann ein bisschen blöd. Ja, ich denke, so können wir es machen. Das ist vielleicht auch nicht ganz getreu dem, was Küchen in der Realität sind, aber ja, es erinnert zumindest an eine Kirche und ja, ist ja alles hier ein bisschen Fantasy. Hier Minecraft Arno ist jetzt nicht, ja, wird jetzt sowieso nicht so viel auf Genauigkeit gelegt, also so viel Wert Genauigkeit gelegt. Naja. Orguiano und so weiter. Da ist jetzt nichts sonderbar recherchiert oder so. Das soll Spaß machen, hier das Projekt, und da soll sich keiner beschweren, dass hier irgendwelche, ja, Ungenauigkeiten stattfinden. Man könnte auch mit Erdblöcken arbeiten, aber warum denn das? Setzt man einfach auf jede Etage hier Gras. Ja. Wäre ja zu einfach. So, das Ganze mal ein bisschen hübsch gestalten hier. Mit Erdblöcken, die werden ja auch bewachsen. Sieht dann bloß nicht so vermoost aus. So treppenmäßig. So, zack, 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 zack. So, da haben wir doch ein halbwegs ein gutes Gebiet hier. Dann machen wir hier die Mauer hin. Zack. So, mal schauen, wie das dann aussieht im Endeffekt. Ja. Ich muss gucken, wie es dann im Endeffekt aussieht, wenn das Dach drauf ist, aber ja, vielleicht muss es ein bisschen weiter hinter hier. Aber so könnte es sein, so eine Art. Vielleicht muss die Wand hier noch ein bisschen versetzt werden. Aber im Prinzip läuft das so. Fenster müssen wir auch noch reinmachen.
schöne bunte Fenster. Können wir dann im Kreativmodus ja alles machen. Und dann den Innenraum noch ein bisschen gestalten. Das Schaf läuft gleich rein. Es geht gleich beten. Das Ding ist noch gar nicht mal eingeweiht. Das Schäfchen will gleich beten gehen. Ja, warum nicht? Und das singt uns dann gleich mal was vor. Mäh, mäh, mäh. In die Psalmen hier zu mähen. Statt den Rasen zu mähen, einfach mal ein paar Lieder mähen. Schlimmer Wortwitz. Ganz schlimmer Wortwitz. So, das Schaf wird jetzt eingebaut. Warum auch nicht? Selbst dran schuld. Ich würde das Ganze vielleicht dann doch. Naja, ja, okay. Gucken wir erstmal, wie das Dach drauf aussieht. Hier muss natürlich auch ein Dach drüber kommen. Ist ja klar. Und dann sieht es vielleicht so ganz in Ordnung aus. Ich bräuchte mal die orangenen Steine hier, die Ziegel. Ein roter Sandstein. So. Damit wir da drauf bauen können. Zack. So ungefähr. Zack, dann können wir das da drunter dann wegräumen. Und halt zumauern mit anderen Steinen. Nee, das hier. Das würde ich so. Zack, nein, so nicht. So müssen wir mal ein bisschen hübsch machen hier das Ganze. Dann haben wir es auf der linken Seite schon mal, dann können wir es auf der rechten Seite machen. Ja, je nach Anschauungsart, wie du es halt anschauen willst. Wie du magst. So, dann hier. Zack, zack. Die Decke zu machen. Schau es mir mal an. Ja, gar nicht so scheiße. Sieht ein bisschen ja, unproportional aus, weil es halt hier ein bisschen länger könnte. Wenn die Kirche auch noch ein bisschen länger wären, dann sieht es vielleicht wieder gut aus. Machen wir es erstmal so und dann ziehen wir es noch länger. Ja, ich denke, das ist das Beste. Wenn wir das dann länger machen, dann haben wir nicht so einen kleinen Klotz. Wie breit ist das denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann ziehen wir das hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon gut gebaut. So, dann hier noch. Zack. Und da würde ich gerne noch ein bisschen Gras haben, wenn es in Ordnung ist. Da habe ich mir nämlich noch was dabei gedacht. Ja, ich denke mir auch manchmal was bei den Sachen, die ich mache. Glaubt man nicht, aber ist manchmal so. So. Und dann tun wir mal gucken, wie wir das in die Länge dann noch bauen. Ja, so der Plan. Jetzt habe ich mehr Sakristeien gebaut, als dass ich
Seitenschiffchen gebaut habe. Das sieht dann noch ein bisschen anders aus. Für die Leute, die sich da im Fachjargon nicht auskennen, die das, die ganzen Begriffe nicht kennen. Seitenschiffchen, Schiffchen ist halt nicht das Segelboot, sondern die sind halt die, das sind halt so, ja, kann man so nennen, also kann man bestimmt nicht so nennen, heißt, ist bestimmt in der Fachsprache komplett falsch, aber um es zu beschreiben, würde ich mal sagen, so ein bisschen, ja, wie Seitenaltäre, so ein bisschen, sind halt so ein links und rechts halt so, ist halt wie ein Kreuz vorne, der Hauptaltar und in den links und rechts halt, ihr merkt schon, ich kenne mich da ein bisschen aus, links und rechts so ein paar Seitenaltäre, meistens, ja, Maria oder sowas, tut da nicht, auch so ein bisschen ein Altar hat, ein Marienaltar, das meint eher so Sakristei-mäßiges. Da muss ich noch was ausbauen. Zack. Ich glaube, die hier waren es. Wenn ich das hier irgendwas wegholze. Zack, zack. Ja, doch. Ja. Das werden wir wahrscheinlich mit Stein ausbauen. Noch ist da ziemlich dunkel. Ja. Dann mal gleich Fackeln reinmachen. Die können wir uns hier holen. Die Fackeln. Hier. Zack, damit es auch hier ein bisschen hell wird. Zack. Zack, schön ausleuchten, dass wir keine Monster uns spawnen. Oh, das Schaf. Das Küchenschaf. Das ist das offizielle Küchenschaf. Ja, es wird gleich rauskommen, wenn wir die Front hier aufmachen. Oder ist vielleicht auch schon rausgekommen. Können Schaf durch Türen gehen? Ich glaube, nein. Können sie, glaube ich, nicht. So, hier mache ich noch gerade ein bisschen Boden. Das auch irgendwie drinnen aussieht. Und ein bisschen Gras. Ach so. Das chillt gerade in der Sakristei. Das Schaf. Ja. Minecraft Arno ist halt auch mein Projekt, deshalb, ja, gibt es da auch manchmal ein bisschen, ja, Insiderwissen und ein bisschen, ja, andere Gebäude, wie zum Beispiel eine Kirche. Wo ist das Schaf? Ach, da drüben. Ja, willst du raus, Schaf? Ich weiß jetzt nicht, welche Seite ich dafür gesehen habe. Die hier, glaube ich, ja, die. Da kann ja noch eine Tür rein. Da muss ich noch eine Tür reinbauen. Zack. So, Türen, ja, die können wir bei der Gelegenheit auch gleich einbauen. Tür, ja, einfach Eichentür. Zack. Obwohl, für da außen würde ich eine Stahltür nehmen. Obwohl, ja, nee. Habe ich für die anderen ja auch nicht genommen. Na, obwohl, hier macht es Sinn. Die Funktion dieser Tür ist ja, dass sie nicht von außen geöffnet werden soll, sondern nur von innen. Zack. So. Auf die andere Seite kommt keine Tür. So, so, so. Dann hier noch eine Holztür. Zack. Können wir das Schaf gleich rauslassen. Hier ein kleiner Hebel dran. Und ein Knopf. Können wir uns aussuchen. Einen Holzknopf, den würde ich nehmen. Und zack. So. Raus mit dir, Schaf. Willst du nicht? Bleib nicht lange offen die Tür. Ja gut, geh raus, Schaf. Ich werde dich jetzt auf keinen Fall in der Kirche töten hier. Na komm raus. So.
Super, dann mache ich den mal zu. Zack. Na, ich glaube, da brauchen wir einen Hebel. Der Knopf, der macht das nur ganz kurz. So, hebeln. Zack. Zack, so. Dann kann man da entspannt rausgehen und wieder reinkommen und das ist der Zweck. So, Holzausstattung machen wir später. Hier habe ich schon mal so einen kleinen Stein gesetzt, einen Grundstein für den Altar. So, Tür. Schön, schön. Da hätten wir das. Ich muss mal schlafen gehen. Mal wieder. Runter ins Gasthaus. Während der Bauarbeiten einfach mal im Gasthaus schlafen. In meinem Haus brennt das Licht, aber da wohnt momentan niemand. Hoffe ich doch, dass da kein Typ eingezogen ist. Oh oh. Ich höre Skelette. Böse Skelette. Ich bin nicht im Überleben-Modus. Das könnte mir nichts tun. Aber wo seid ihr? Achso, puh, das ist der Turm. Ich dachte, da ist so ein riesiges Viech oben drüber über dem Haus. Ein Gast, dachte ich schon. Oder sowas in der Art. Die Truhe, die soll ich jetzt einbauen oder was? Nee, ich hole mal mein Zeugs kurz raus. Dann können wir die Truhe mal umstellen. Schaf, was machst du da? Schaf, du bist gerade auf einer geöffneten Truhe. Würden Sie gern darunter gehen, Schaf? Mr. Schaf? Sie stört mich bei meinen Arbeiten. Die ganze Zeit schon. Eben gerade waren Sie drin. Gehen Sie bitte. Hauen Sie ab, da will ich weiterbauen, Herr Schaf. Gehen Sie. Gehen Sie. Weg da. Weg, weg. Dankeschön. So, dann lasse ich die Tür da erstmal stehen und baue das Ganze hier noch ein bisschen weiter, so wie es geht. Und ja, nehme mal ein bisschen Erde rein. Zack. Das kann dann noch bedeutend weitergehen. Ich würde sagen, ja, mindestens doppelt so lang. Ja, oder so bis hier. Mindestens so hier. Bis zu dem Pfad würde ich es erstmal machen. So. Das wäre so die Länge, die ich gedacht hätte. Zack, zack. Dann sieht das auch ordentlich aus. Nicht so klotzig, nicht so quadratisch. Die Kirche ist nicht quadratisch. Da habt ihr schon mal eine. Na doch, es gibt quadratische Kirchen. Aber nicht in dem Sinne, wie ich sie bauen will. Es gibt auch einfache, anders aussehende Kirchen, modernere Kirchen. Aber ja, moderne Kirchen will ich ja hier jetzt nicht bauen. Das ist hier kein modernes Projekt. Gibt es zwar kein genaues Datum, wann Minecraft Arno so spielt, aber wäre auch mal schön, das festzulegen. Aber ja, ist ein Mittelalterprojekt, also ja, manches ist da recht ungenau, deshalb ja so ein Fantasy-Projekt, was aber so ein bisschen Richtung Mittelalter noch spielt, würde ich sagen. Also so, ja, ich glaube, in einem Part habe ich es mal reingeschrieben, Landwirtschaftssimulator und eine Zahl hinten dran, wann es so ungefähr spielen könnte. So 400, 500, 600 nach Christus, so halt, ja, von modern ist da noch gar nicht die Rede.
Ja, so viel dazu. Hat man die zeitlichen Sachen auch mal abgeklärt. Boah, das ist ein großer Raum, den ich jetzt hier gerade baue. Und zack, zack. Das sieht vielleicht dann nicht mehr ganz so elegant aus, aber ja, ich gebe mein Bestes, um das dennoch schön aussehen zu lassen. Schaf steht wieder im Weg rum. Dieses nervige Schaf. Schaf. Ja, da kannst du gerade noch rein. Aber da werde ich gleich weiterbauen. So, den Innenraum hier noch füllen. Ja, den können wir eigentlich auch mit Gras machen. Zack, zack. Das Schaf steht natürlich wieder genau in dem Gebiet, wo ich hier gleich füllen will. Mensch, das, du willst mich doch irgendwie verarschen hier. Schaf, kann das sein? Schaf, ich baue dich gleich ein. Ich baue dich hier im Erdloch mit ein. Das ist mir egal. Kannst dir gern vergammeln drin. Komm zwar mal Mann unter der Kirche raus. Aber okay. Ein paar Naturgeräusche. Und während der Stille. So. Jetzt ruhig das Stein raus. Wenn es sein muss, baue ich dich ein Schaf. So, den Boden müssen wir dann auch mit Stein ausbauen. Ja, das wird noch ein, zwei Parts dauern, bis das große, riesige Gebäude hier mal fertig ist. Aber dann sieht es umso besser aus. Hoffe ich doch. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Dann ist auch ordentlich viel Platz in der Küche drin. Viel mehr als nötig wäre. Ja. Dann bauen wir mal. Länger hier darf. Sie wollen mich heute hier ärgern. Kann das sein? So. Gut. Hier die Tür rein, so wie ich denke. Nein, keine Eisentüren. Da wollte ich Holztüren haben. Zack, zack. Und dann wird der Raum hier noch ausgestaltet und das kann dann hier weg. Das brauchen wir dann nicht mehr. Zack, bis auf die Ebene da oben. So. Sieht doch schon ganz in Ordnung aus. So. Nee, das muss noch weg, das muss noch eine Etage höher. Ja, das Dach. Das hat sich dort beendet, deshalb. Ja. Muss dann auch hier mal raushauen. Ja, das ist ja hier noch nicht zu Ende. Deshalb kann ich noch oben das Dach weitergehen. So. Das ist dann wirklich ein Dom. Das zieht ihm nicht lang. Da passen viele Leute rein. Ja, oder? Das ist dann doch
Ja, so wird es gebaut. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich das gebaut habe, deshalb muss da ein bisschen nachgucken. So, dann hier so und dann kommt das Dach oben drauf. Ja, ich baue jetzt hier ein bisschen in der Nacht weiter und im Kreativmodus dürfte das ja kein Problem sein. Das sind die Monster ja da, aber nicht schädlich. Außerdem schweben wir hier so weit in der Luft, dass das kein Problem darstellt. Könnte nur ein bisschen problematisch werden, weil wir nichts sehen. Aber dafür kann ich so, ja, vielleicht nicht unbedingt hier, aber so hier. Zack, zack. Da muss ich bauen, da muss das Dach hinsetzen. Dach hinsetzen. Na denn, bei Kerzenschein hier ein bisschen eine Küche bauen. Und das passt doch. So, dann das hier nachbauen. Dann muss dann hier nur eine Stufe hin. Zack. Das Ende und dann da noch eine Stufe höher. Zack. Damit wir das auch gut beenden. Oh, das Schaf da unten. Das ist mir ein bisschen zu neugierig, dieses Schaf. Kann das sein, dass das ein bisschen doll neugierig ist? Oder war das vorher seine Weidewiese? Und jetzt protestiert das Schaf, dass wir auf seiner Weidewiese eine Kirche bauen. Das ist eine Sitzblockade vom Schaf. Genauso wird es sein. Eine miese Sitzblockade gegen einen Kirchenbau. Ja, kann man halt nicht immer mit Zustimmung von allen Seiten rechnen. Aber wisst ihr was? Mir als Dorfverwalter und als Zwergenfürst ist es, ja, so die Blockade eines einzelnen Schafs. Ich würde mal sagen, ist mir recht herzlich egal. Da baue ich einfach mein Zeugs dahin. Es ist zwar schade für das Schaf, dass es da vorhin gegrast hat. Ja, da hoffe ich, dass es sich umgewöhnen kann und ein neues Flächlein finden kann. Kann es ja neben der Kirche weiter grasen. Hindert es ja keiner daran. Also so ist es ja nicht. Steht ja auf einer grünen Wiese, das nimmt ja der grundsätzlich nicht allen Lebensraum weg. Ja. So. Dann haben wir das Ding in Länge gezogen. So, zack. Ja, das Licht auf dem Dach ausschalten. Joa. Dann gehe ich jetzt mal schlafen und dann schauen wir mal, wie wir den Innenraum ausgestalten. Klingt doch nach einem Plan.